Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute soll es um ein bzw. zwei Mounts aus dem Handelsposten geben. Und zwar haben wir diesmal den Handelsposten aus dem Oktober 2023. Und da war ich schon halbwegs fleißig, habe einmal den Balken schon aufgefüllt und dementsprechend können wir jetzt aus der Kiste was rausholen. So als kleine Randinformation für die Leute, die das alles nicht kennen. Jeden Monat können wir quasi einen Balken auffüllen, meistens sind es 1000 Punkte und das geht über alle möglichen Aktivitäten, die wir im Spiel absolvieren können. Ich kann euch mal zeigen, was ich zum Beispiel schon gemacht habe. Ich habe den Event-Boss umgehauen, den man einfach im Tool anmelden kann. Oder an dem Braufest-Event teilgenommen, wo man ein bisschen was mampfen muss. Ein Schattenflammenwappen habe ich zusammengesetzt. Ich habe neben dem Verlassenen gegackert, hat auch ein paar Punkte gebracht. Ein bisschen Ruf, ne? Ich hatte noch ein paar Ruftokens auf der Bank liegen, dann geht das relativ schnell. Im Traumsprung habe ich irgendwie 100 von den Dingern geholt. Ich habe einen Worldboss umgehauen. Das sind alle schnelle Sachen, auch wieder Flugsteine oder 10 Handwerksaufträge bringt 200 Punkte. Das geht schon relativ gut. Und ein paar Schlachtzugsbosse geht übrigens auch in alten Schlachtzügen. Ne? Also hier seht ihr 5, 20. Bin einfach ein bisschen Legion Raids gelaufen für T-Mog. Genau, so viel dazu. Und jetzt können wir hier in SW, beziehungsweise als Hordler könnt ihr das hier hinten in Orgrimmar einmal die Kiste aufmachen und da gibt es dann die erspielten Punkte raus und immer noch zusätzlich die Monatsbelohnung. Und eine der Monatsbelohnungen, wie ihr seht, ist hier einmal das Mount. Und da haben wir das schon mal in dem Paket. Schreckensgefährt der Vornacht schimpft sich das und ich würde sagen, das packen wir einmal aus und ihr seht, das ist ein schicker Besen und das ist das erste Mount, was wir uns angucken wollen. Also da haben wir, müssen leider casten, ne? Also das ist kein Instant-Mount, so wie es aussieht. Dann setzen wir nochmal ab. Ihr seht, also wir haben Cast-Balken. In den Schlotternächten gibt es ja verschiedene Besen, wo man sich instant quasi aufmounten kann. Das ist hier leider nicht der Fall. Der sieht aber relativ cool aus. Ich würde sagen, wir gehen mal einen Ticken näher ran. Also wir haben hier erstmal eine HD-Version von dem Besen, ein bisschen Glitzer hinten raus. Und so eine, ja, grünlich leuchtende Lampe. Ja, ist schon relativ cool, wenn man jetzt die alten sich quasi noch vor Augen hält. Die sind so ein bisschen simpler, aber die sind halt auch schon einige Expansions alt. Genau, das ist das erste Mount, was wir uns angucken wollen. Und dann können wir jetzt mit unseren quasi erworbenen Marken, die wir ja auch rausgekriegt haben, 1000 Stück. 1000 habe ich noch von letzten Monat gespart, falls was Größeres kommt. Können wir uns jetzt hier noch ein bisschen was einkaufen, ich würde sagen. Wir gucken uns alle Items durch, ist zwar ein Mount Guide, aber zusätzlich würde ich sagen, gucken wir uns die Items noch einmal an, die wir uns hier holen können. Als allererstes gibt es noch einen Mount und zwar schwach leuchtender Kaltflammenkern und das würde ich sagen, kaufen wir jetzt gleich mal, kostet 700 Marken und ist ebenfalls ein Mount. So, das haben wir uns gekauft, die Sachen gucken wir uns gleich an, jetzt würde ich sagen, betrachten wir erstmal das Mount. Und das haben wir auch in einem kleinen Paket drin und dann mounten wir mal auf. Und ihr seht, da haben wir das schicke Ding. Sieht schon ganz cool aus. Ist jetzt so eine Höllenbestie in bläulich gehalten. Diesmal ein bisschen dunkler auch von den Elementen hier in dazwischen, diesen Steinbrocken. Es gibt nämlich auch noch eins, was so ein bisschen eine Eishöllenbestie ist. Die kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Sieht auf jeden Fall cool aus, ist kein Model, was neu ist. Und zwar gibt es die schon insgesamt dreimal. Und die kann ich euch jetzt auch mal zeigen, wenn ich jetzt hier mal Gul'dan eingib. Oder Gul reicht schon. Wir haben hier quasi die gelbe Variante einmal. Die gab es bei Gul'dan in der Nachtfestung. Dann die rote, die gab es bei Gul'dan auch in der Nachtfestung im Mythischen. Und dann, warte mal, Höllen, genau, da haben wir noch die dritte Variante, quasi hier, die so ein bisschen eismäßig aussieht. Die hat es über ein Achievement gegeben, also über ein Mount-Achievement und dementsprechend musste man ein paar hundert Mounts dafür haben. Genau. Und jetzt haben wir quasi hier diese vierte Variante und die ist aus dem Handelsposten. Juti, das war es soweit mit den Mounts. Jetzt würde ich sagen, gucken wir noch rein, was es sonst so gibt. Und ich würde sagen, ich kaufe mir auch noch ein bisschen was. So 1000 Punkte will ich immer überlassen. Also das hier habe ich mir eingefroren. Das geht ja immer. Ne? Wenn ihr ein Item habt, wo ihr vielleicht die Punkte nicht mehr für aufbringen könnt, dann könnt ihr euch das immer einfrieren. Ich habe mir hier so eine Sample eingefroren. Das werde ich mir vielleicht mal irgendwann kaufen. Mal gucken. Ich rechne nicht, weil es gut ausschaut, sondern weil ich rechne, 750 Marken für 8 T-Mog-Teile ist quasi
weniger als 100 Punkte für ein T-Mog, ne? Um das geht es mir tatsächlich. Gut, dann gucken wir es an. Also das Mount haben wir uns angeguckt. Dann haben wir hier ein Pad. Das ist einmal ein kleiner quasi Kaltusat. Und den gab es aber damals schon mal sich zu erspielen. Ich habe den tatsächlich schon. Oder den hat es im Shop gegeben, sagt mir All the Things gerade. Auf jeden Fall habe ich mir den damals schon gekauft. Wenn ihr den noch braucht, dann könnt ihr den diesen Monat quasi auch holen. Dann gibt es hier eine Klinge. Ehrlich gesagt, das ist nur eine Klinge, die kostet 525 Marken. Das ist aber schon saftig für das eine Teil, okay. Dann haben wir anscheinend einen Stab, der nicht angezeigt wird. Ich würde ihn euch gerne zeigen, aber der buggt anscheinend. Dann haben wir einen Dolch, auch für 500, was ich auch... Moment, hier kann man umschalten. Da kriegt man eine Faustwaffe, einen Stab und noch einen Stab. Komischerweise kann man hier nichts umschalten. Interesting. Dann haben wir auch noch eine Axt, für ein DK ist die. Ein Schwert und noch ein Schwert. Okay, sieht man jetzt irgendwie ein bisschen schlecht. Rüstung verbergen. Gut, das bringt bei der Waffe jetzt irgendwie auch nicht viel. Dann haben wir eine Glaive für einen Demon Hunter. Auch wieder zwei Ausführungen. Dann haben wir so einen Kopf mit Hörnern. Der sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Was haben wir da noch? Wir haben noch einen... Befehlsgewalt des Direktors. Ich glaube, den Stab kennen wir. Den gibt es mittlerweile auch als Erbstückstab. Aber leider wird das auch hier nicht angezeigt. Ein bisschen schade. Dann haben wir einen Streitkolben, der echt cool aussieht. Diesmal ist ziemlich viel Zeug dabei. Das ist eine nice Rüstung für einen Demon Hunter. Also der Gürtel, der Kopf. Warte mal, machen wir mal die Rüstung verbergen, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und die Schultern. Dann haben wir für einen Dekan auch eine Rüstung. Die ist okay. Man hat ein paar Fliegen rumfliegen, aber sonst, die haut mich jetzt nicht vom Hocker. Das sieht nicht schlecht aus. Für einen Druid haben wir hier noch was. Das erinnert mich an ein Set aus BFA, meine ich. Dann haben wir noch ein Toy, Wichtel in der Kugel. Das habe ich aber auch schon. War, glaube ich, damals ein TCG-Toy. Dann haben wir eine Kapuze. Die habe ich mir anscheinend schon mal irgendwann gekauft. Und dann haben wir noch einen Haufen mehr. Was haben wir denn noch? Wir haben noch so eine Art Wikinger-Helm. Dann haben wir eine Schildhand, wo ein Auge sich bewegt. Dann haben wir Omas alter Hut. Alles klar. Dann haben wir so ein Kettenhemd. Gar nicht so schlecht. Kann man bestimmt bei dem einen oder anderen... Das ist sogar ein Wappenrock. Das ist bestimmt bei dem einen oder anderen T-Mog von einem Worry oder so. Kann ich mir das vorstellen. Dann haben wir noch so einen Wappenrock mit einem dunkleren Ketten. Dann, was haben wir hier? Einen Gürtel mit einem Totenschädel drauf. Oder so ein Ziegenschädel ist das. Dann einen Rücken mit einer Kapuze in grün. Ohne Kapuze auch nochmal in grün. Dann so ein Holzhammer. Dann haben wir so eine einfache Weste. Und noch einen Rücken, der auch dazu passt. Gut, ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt noch einfach günstige T-Mog-Sachen. Also das hier kostet 50, das kaufe ich mir jetzt mal. Dann das hier kostet auch nochmal 50, das kaufen wir uns auch noch. Das kostet 75, das kaufen wir uns noch. 100, das kaufe ich mir auch noch für 100. Ja, so um die 1000 will ich immer überlassen. Komm, das eine kaufen wir auch noch, das kostet auch nur 100. So, dann habe ich jetzt noch 875 über für nächsten Monat. Das sollte eigentlich passen. Wenn jetzt zwei große Sachen kommen, dann kann ich es mir trotzdem noch leisten. Juti, das war's dann soweit mit dem kleinen Mount Guide, beziehungsweise dann noch mit hier der kleinen Übersicht zum Handelsposten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch so gehört habt. Wie macht ihr es? Spart ihr euch immer ein paar Punkte, so wie ich, oder haut ihr alles raus, was ihr quasi überhaupt? Juti, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.